Einen wunderschönen guten Tag. Ich bezweifle, dass das irgendein Mensch verstehen tut, was ich jetzt versuche zu erzählen. Ich bin auch davon überzeugt, dass das keinen interessieren wird. Zu diesen beiden Punkten, dass das keinen interessiert und dass das keiner versteht, möchte ich zum Schluss auch was sagen. So, ich fange mal an, von meiner besten Zeit zu erzählen. Mit 16 Jahren fing ich in Berlin-West an zu arbeiten als Filmverführer im Hause Beate Uhse. Karten verkaufen, Getränke rausgeben, Filmverführer Technik, Kühllager auffüllen, der Kassiererin Getränke bringen, wenn der Tresen leer ist und. Da haben wir gearbeitet knapp 20 Jahre. 20 Jahre, 450 Stunden mal 20 Mark fast. 9000 D-Mark plus Berlin-Zulage. So 5700 D-Mark hatte ich netto. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und jeden Tag ohne Ausnahme 15, 16 Stunden gearbeitet. Was heißt gearbeitet? Ich habe im Kino rumgesessen. Kunde kommt hoch, guten Tag, Sie wünschen Homo-Filmprogramm, schwules Filmprogramm, Hetero-Filme, 15 D-Mark, Sie haben drei Getränke frei, oh, drei Pullen Bier, klick, klick, Glas, rinnen ins Kino, Pause für mich. 20 Jahre. 3 Millionen habe ich verdient, 1,5 Millionen habe ich gespart und wenn man 16 Stunden arbeiten tut, dann kann ich auch kein Geld ausgeben, weil nach 16 Stunden duschen, essen, schlafen, nächsten Tag arbeiten. Nach Hause nachts duschen, essen, schlafen, anziehen, arbeiten. Nach Hause duschen, essen, schlafen, anziehen, arbeiten. 20 stolze Jahre. Ich habe in diesen 20 Jahren jährlich gespart von 57.000 D-Mark netto. 7.000 habe ich gespart im Jahr zu Hause, 50.000 habe ich als feste Summe im Jahr gespart. So in 20 Jahren ist das circa 1 Million D-Mark. Also 20 Jahre mal 50.000 ist 1 Million D-Mark. Und 140.000 D-Mark, bisschen Taschengeld, mal Kino, mal der weiße Hai. Ach ja, für den Weißen Hai habe ich bezahlt. Eintritt Kino in Berlin, größte Kino, 5 Mark oder 6 Mark. Tja, und die 6.000, 7.000, die ich über die 50.000 D-Mark netto gespart habe, das war mein Geld, um zweimal 3 Wochen nach Spanien zu fahren. Also, wir hatten ein schönes Leben. So, nach 20 Jahren hatte ich zusammen 1 Million D-Mark plus 8,5% Zinsen. Das heißt, 1 Million angespart, ausgezahlt 1,8 Millionen. Also fast 800.000 D-Mark Zinsen auf 1 Million in 20 Jahren. So. Meine Mama stirbt. Meine Mama stirbt. Ich heirate und die 1,8 Millionen D-Mark, die habe ich in Spanien ausgegeben. Weil bevor mein Vater meine Mutter geheiratet hat, hat mein Vater in Spanien 3 Töchter, also meine 3 Halbgeschwister. Und ich habe 6 Nichten und eine Nichte ist Anwältin.
Und mit der habe ich meine 1,8 Millionen D-Mark ausgegeben. Weg. So, jetzt 1997 heirate ich eine Bolivianerin mit 5 Kindern. Richte für 50.000 D-Mark eine 6-Zimmer-Altbauwohnung ein. Für meine Frau, hauptsächlich für die Kinder und natürlich auch für mich. Und jetzt werden wir nach 20 Jahren arbeitslos. Jetzt kommt was Wichtiges. Ich habe eingezahlt Arbeitslosenversicherungsgeld 160.000 D-Mark in 20 Jahren. Und jetzt werde ich arbeitslos und nun kommt der Hammer. Nach 3 Monaten haben die mir immer noch kein Geld gegeben. Nach 3 Monaten hatten wir schon 3 Mahnungen wegen Mietschulden im Briefkasten. Zu meiner Frau sagte ich, du gehst mit deinen Kindern zu deinem Bruder essen und ich nehme meinen Papa seine 1200 Mark Rente weg. 600 Mark für Zigaretten und Essen, 600 Mark für Briefmarken. Ich habe nämlich die letzten 6 Monate von 9 Monaten jeden Monat 500 Briefe abgeschickt, um Treppenhäuser zu putzen als selbstständige Hausmeister-Servicefirma. Vor der Zwangsräumung im November hatte ich 15 Mietshäuser und dann meldet sich ein Eigentümer, Hauswartstelle, 1000 Mark, abzüglich 500 Mark Miete, 3 Aufgänge. Habe ich gleich zugesagt. Auf die 40 Quadratmeter hier kann ich meine Frau mit 6 Kindern und meine Frau nicht mitnehmen. Dann platzen wir hier auseinander. Hab dann meine Frau verlassen vor der Zwangsräumung. Dann kam die Zwangsräumung, da habe ich meine Frau besucht. Und ich habe nochmal einen Brief bekommen. Da steht also drin in dem Brief, Arbeitsamt Südwest-Görzallee, Berlin. Sehr geehrter Herr, Fragezeichen. Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Unterlagen auf Arbeitslosengeld vom 15. Januar nicht abschließend bezahlen können. Sie bekommen eine Anzahlung von 1200 Mark. Hochachtungsvoll, Frau Müller, Berlin, den 28. November 1997. Also, das Amt hat sich schriftlich entschuldigt. Ich sehe die schriftliche Entschuldigung ein als Schuldgeständnis für den Verlust meiner 50.000 D-Mark Wohnung. Dazu kommen 3 Monate Mietskaution, der Makler und 5.000 D-Mark die Renovierung. Also 60.000 D-Mark hat mich die Wohnung gekostet. So, und jetzt kommt meine Rache. Das Amt will mir keine neue Wohnung geben und nichts. Gut, okay. Dann tue ich mich mit meiner Frau nicht zusammen. 1998 im April kam ich auf 73 Aufgänge im Werte von 7.300 Euro. Um dieselbe Zeit rief mich meine Frau an und ich habe sie dann besucht. Wir waren nett essen, Luxus, eine schöne Wohnung im Wald, Mutter-Kind-Haus, 4 Zimmer. Und das Sozialamt hat meiner bolivianischen Frau 1458 Mark Geld zum Leben bezahlt, zusätzlich 900 D-Mark Miete und 400 Mark die Krankenversicherung bezahlt. Also
2700 Mark und ein paar zerquetschte. So. Jetzt. Das Amt, was mir meine Wohnung kaputt gemacht hat durch Nichtzahlung, will mir keine Wohnung ersetzen. Das bedeutet, ich werde keine suchen, sondern wie ich das Geld nicht habe. So, jetzt sind bis 2015 18 Jahre rum. Meine Frau hat bekommen 6 Jahre über 30.000 D-Mark pro Jahr Hilfe vom Sozialamt und danach 12 Jahre, also 6 Jahre 30.000 jährlich sind 180.000 in 6 Jahren und danach nochmal 12 Jahre über 2.000 Euro, also 25.000. 10 Jahre sind 250.000, 2 Jahre sind 70, 250 und 70 sind 320 und die 180.000 D-Mark, 6 Jahre Sozialamt, 190, über 400.000 Euro hat das Jobcenter bezahlt für den Verlust meiner Wohnung. Ja, ich habe auch zu den Ämtern gesagt, wenn ihr mir nicht für 50.000 Euro eine neue Wohnung beschafft, die ihr mir kaputt gemacht habt, könnt ihr ein Weiterführen der Ehe mit meiner Frau vergessen. Ihr zahlt dann fast 400.000 Euro an meine Frau und ich bekomme keine 50.000 D-Mark für eine neue Wohnung. Also man kann sagen 30.000 Euro für eine neue Wohnung, die man mir kaputt gemacht hat. Der Staat hat mir nie die Wohnung bezahlt und ich habe mich nie mit meiner Frau zusammengetan. Das heißt, der Schaden beträgt für viele Steuerzahler über 400.000 Euro Grundsicherung. So, in den 11 Jahren, wo ich 73 Aufgänge geputzt habe, habe ich natürlich 11 Jahre lang 84.000 Euro im Jahr verdient. Also man kann sagen, nochmal 1.000.000 Euro verdient in 11 Jahren mit Treppenhausreinigung. Ich muss ehrlich sagen, die ganzen 11 Jahre stand ich unter Stress. Ich stand unter Stress, wie ich gesehen habe, was meine Frau bekommt. Ich sage mal, meine Kanackenfrau, ich sage das so, wie es ist, meine Kanackenfrau bekam 2.800 Mark und ich, deutsche Fotze, habe 20 Jahre lang gearbeitet, eingezahlt, bekomme nichts. So, wollt ihr wissen, von was ich jetzt lebe? Ich bin im Sozialamt. Warum? Mir ist mein LKW über beide Kniegelenke gefahren. Ich habe pro Knie 6 Titannägel drin. So, die MDK kontrolliert Leute, wie weit die noch klarkommen. Und mit 2 Kniegelenken, wo 6 Nägel drin sind, ich komme nicht von der Toilette hoch. Ich komme nicht aus der Badewanne raus, noch schlimmer, da liege ich ja schon fast drin. Und jetzt leben wir seit 11 Jahren, habe ich Pflegegeld, 900 Euro und 200 Euro, Sozialhilfe, Miete, Krankenkasse und nochmal 433 Euro zum Leben. Also 900 und 200 sind 1100 und 400 sind 1,5 und ein Untermieter sind 1,8. 1834 Euro. Ich könnte noch 13 Jahre arbeiten und Steuern bezahlen. Sehe ich aber auch nicht ein. Für einen Staat, der mir meine Wohnung kaputt gemacht hat und alles, kommt gar nicht in Frage. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, was suche ich? Mich würde ein Verein interessieren, ja,
Mich würde ein Verein interessieren, um Leuten zu helfen, die in einer solchen Bedrängnis sind. Ja, also wie gesagt, 20 Jahre habe ich gearbeitet, 9 Monate muss ich auf Arbeitslosengeld warten, habe eine neue Firma gegründet, war nicht schnell genug mit der Firma zu gründen, wurden zwangsgeräumt, ich bekam eine Hausarbeitsstelle aufgrund meiner Bewerbungen, meine Frau wurde geräumt. Ja, und über 18 Jahre kein Geld an die Kinder bezahlt. Warum? Der Staat hat mir meine Wohnung kaputt gemacht. Warum soll ich meine Kinder bezahlen, warum soll ich für Kinder bezahlen, wenn ich sie nicht sehe? Wenn wir nicht zusammenleben. Also der Staat hat mir was kaputt gemacht und ich mache den Staat was kaputt. Heute, ach so, noch etwas. Ich habe zwar pro Kniegelenk 6 Nägel drin. Wer sagten, dass ich nicht vielleicht doch laufen kann? Und vielleicht noch schwarz arbeiten gehe. Der Staat muss mir beweisen, dass ich laufen kann mit den 2x6 Nägeln drin. Und ehrlich gesagt, bei 1800 Euro mit einem Untermieter hier in Berlin, was soll ich da noch arbeiten gehen? 200 Stunden arbeiten, 1200 netto, 500 Euro Miete bezahlen, nee, da bin ich heute besser dran. Ne? Heute kann man sagen, habe ich 2300 Euro Pflegegeld, Sozialhilfe, Miete, Krankenkasse. Aber mir geht es darum, Leute zu finden, die mal in derselben Situation waren. Ich möchte euch mal ein anderes Beispiel geben. Vor 42 Jahren wurden auch schon Pornofilme gemacht mit Kindern und unsittlich angefasst. Und wisst ihr, was ich vor 42 Jahren gesagt habe? Mama, wenn mal so ein Typ mich sexuell belästigt und Filme macht, der müsste 10 Jahre in Haft. Das habe ich gesagt, da war ich 12 Jahre alt. Also vor 40 Jahren habe ich gesagt, Mama, Menschen, Männer, die Kinder misshandeln, die Pornofilme mit Kindern machen, gehören 10 Jahre in Haft. Habt ihr in den letzten Tagen 2020 gehört von einem Mann, der in einer Gartenlaube Videos, Surfer und Pornofilme von Kindern gemacht hat? Ich glaube, das war Tagesschau. Ich glaube, das war der 12., 13., 14. Juni. Jetzt erst, mit dem letzten Fall, will man, also jetzt mit dem letzten Fall, ja, war bisher Pornofilme mit Kindern zu machen, ein Kaugummidelikt. Das heißt, die Leute haben bekommen 1, 2 Jahre Strafe, Haft. Da könnt ihr mal sehen, wie bescheuert die CDU ist oder die Parteien sind, dass die erst nach 42 Jahren darauf kommen, sexuelle Straftäter, die mit Kindern Porno machen, etwas mehr zu bestrafen. Von 1, 2 Jahren auf vielleicht 6 bis 10 Jahren. Die Politiker sind dumm, weil als Elfjähriger habe ich 1978 gesagt, Mama, so ein Straftäter müsste schon 10 Jahre in Haft kommen. Ja? Also unsere ganzen Politiker besitzen nicht die Intelligenz, so wie ich. Die Politiker hätten schon vor 20, 10, 5, 20, 30 Jahren sagen müssen, sexuelle Täter, die Pornofilme machen mit Kindern,
müssten mehr bestraft bekommen. Da könnt ihr mal sehen, wie Deutschland funktioniert. Wir sind schlimmer dran als Lateinamerika. So, ich werde jetzt das Video hochladen. Mal sehen, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Gut, allen schönen Tag.